Manche denken am besten im Sitzen, andere im Gehen. Ich denke am besten im Stehen. Im Lift. Diese Frau, ja, die war am Schluss der volle Horror. Mit der habe ich einkauft, verstehst du? Einkaufen, Schuhe einkaufen gehen müssen. Jeden zweiten Tag, fast, ja. Und dann ist auf der Uni mit ihr. Ja, konzentrier dich jetzt mal bitte auf das Spiel. Ja, und dann am Schluss war es so eine Kletten, ja, die war sogar bei mir daheim, wo ich gar nicht da war, und so eine Geschichte, ne? Das war ja, überhaupt. Dann sei froh, dass dich jetzt niemand nerven kann, sondern nur ihren neuen Freund. Was? Ja, ich war gestern am Boccia-Platz und habe ich es mit so einem Typen gesehen, glaube ich, was Ghana war, der. Auf jeden Fall, wie ein Cousin hat es nicht ausgeschaut. Ne? Wie kann sie mir das nur antun? Sind wir denn so unterschiedlich? Nicht, dass ich ein Problem mit unseren afrikanischen Migranten habe, aber Drogen, lange Sch**e und überhaupt ist alles, was mit ihrer Hautfarbe zu tun hat, irgendwie negativ assoziiert. Schwarze Schaf der Familie. Da fällt mir ein, das Oberschaf sollte schon längst bei seiner Tante sein. Schwarz, die Farbe des Nichts. Gibt's das überhaupt? Oder definiert sich das Nichts erst durch das Etwas? Verschau ich einmal deine dunklen Gedanken und spür mal Runde. Das ist wohl wie mit dem Loch, das ohne den Rand nicht existieren kann. Heißt das nun, dass der Rand per Definition zum Loch dazugehört? Ich hasse Graustufen. Ausgewaschene T-Shirts und Diskussionen, wo man zwanghaft einen Konsens finden muss. Das ist doch nur was für Leute ohne Profil. Dann doch lieber reines Weiß. Das ist Licht, die Abwesenheit aller Farben. Claudia ist nun glücklich mit ihrem Neuen. Und ich? Bin ich jetzt in Claudias persönlichem Schwarzbuch? Ich verlange ungeschwärzten Einblick in die Akte. Aber wie kommt dieser Kontrast eigentlich zustande? Okay, gut, wie du willst. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wie war das mit dem Gleich und Gleich gesellt sich gerne? Dann werde ich auf dem Weg zum Boccia-Platz noch bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass sie gefälligst unter ihresgleichen bleiben soll. Hier, für die Nerven. Dass man wieder länger dauert. Die sind aber auch ganz schön. In meiner Heimat haben wir immer Boccia gespielt. Ja, als Kind habe ich im Hinterhof mit Steinen begonnen. Echt? Na, ich habe bei meiner Tante im Garten mit so Tannenzapfen gespielt. Einmal habe ich sogar Sascha Koch persönlich getroffen. Was? Echt? Ja. Toller Typ. Die chinesischen Kugeln sind gut. Aber dann habe ich es doch lieber bunt. Ich auch. Na dann, genug gedacht für heute. Raus aus dem Lift, rein ins Leben.